Wir sind hier in der Katakombe, in der Garderobe im Gang zum ersten Mal und sind auf dem Weg zu der Garderobe von Genf Servette. Und hier fängt die eigentlich an. Wenn wir hier mal drunter schauen, das ist ganz spannend, da hat es sogenannte Händchentrockner. Also die Spieler, wenn sie vom Drittel kommen, dann tun sie die Händchen hier aufstecken, kommt warme Luft raus und dann werden die Händchen getrocknet. Also das ist ganz eine praktische Sache. Wenn wir hier weitergehen, Kaffeemaschine, Tee, Früchte, gehört natürlich auch alles dazu. Hier werden die Hockeystöcke eingespannt, zum Zuspitzen oder was der Spieler auch immer gerade möchte. Wenn wir hier weitergehen, ist alles schön abgedeckt. Haben wir hier die Schleifmaschine. Die Schleifmaschine, das ist ein Heiligtum. Die Schlittschuhe sind etwas vom Wichtigsten für einen Hockeyspieler. Und jeder hat natürlich seinen eigenen Spezialschliff. Es gibt etwa ein Dutzend verschiedene Schliffe, die der Schleifmeister muss kennen muss, um die Spieler glücklich zu machen, damit sie so viel Grip haben, wie sie brauchen, oder eben auch nicht. Und wenn wir jetzt da mal weiter reingehen, dann kommen wir hier in die Garderobe. Und da schmeckt es natürlich entsprechend. Die Spieler hatten heute Morgen schon ein Training gehabt und ja, jetzt ist da noch, wird da noch ein bisschen ausgelüftet und ausgetrocknet. Wenn wir da mal umschauen, ist alles schön aufgeräumt für zum Start vom Spiel. Jeder Spieler hat zwei Paar Schlittschuhe als Reservepaar, falls irgendetwas während dem Spiel passiert. Und da in der Mitte sehen wir ganz gross und edel einen speziellen Teppich von Genf Servette. Und dieser Teppich darf eigentlich fast niemand betreten. Der ist ein Heiligtum. Der Trainer, der Chris McSorley, darf drauf. Der Goran Besina darf drauf als Captain, wenn sie etwas sagen wollen, der Spieler. Aber sonst ist dieser Teppich absolutes Heiligtum. Also sonst gibt es gerade 100 Stutz in Teamkasse, wenn man da drauf steht. Es gibt ein paar so Regeln für die Teamspieler. Also die müssen sich beherrschen. Und entsprechend ja, ist da deine Ordnung bei Team Genf Servette. Und jetzt gehen wir wieder zurück ins Stadion.